Wir werden heute die dritte Fläche erifizieren und sanden. Ja, nicht heute. Also heute ist Montag, der 10. Juni. Und ich werde heute erstmal lochen, die Fläche. Und wir werden die Kors runterschieben. Und nachmittag soll es regnen. Gar nicht so schlecht. Dann kann jetzt alles schon mal so ein bisschen reingespült werden in die Löcher. Dann hole ich am Mittwoch, morgen können wir nicht, am Mittwoch hole ich dann 2 Tonnen Sand für meine Westfläche. Die hier, die werde ich jetzt erifizieren. Dann muss ich noch ein paar Dinger hier reinstecken, damit ich die nicht totfahre. Und dazu werde ich erstmal mähen, nochmal tief runter mähen. Gewässert habe ich heute Nacht, damit der Boden schön weich ist, damit ich mit der Maschine dann auch gut in den Boden reinkomme. Ich habe mir noch mal neue Hohlspoons gekauft von Efforts. Das ist hier der Standard-Hohlspoon, den ich habe, den ich damals mit dem Vertidrain mitbekommen habe. 16 mm Durchmesser. Der macht eben tatsächlich relativ kleine Löcher, wo ich große Schwierigkeiten habe, den Sand rein zu bürsten. Der Sand ist 0,2er Sand, gewaschen, aber eben nicht getrocknet. Getrockneter Sand ist unbezahlbar. Und da habe ich das Gefühl gehabt jetzt auch, dass ich echt sehr viel Mühe hatte, den Sand, der auch abtrocknen muss, in diese Löcher rein zu bürsten, reinzuschieben. Und deswegen habe ich mir diese Dinger gekauft hier. Und das ist ein 22er Hohlspoon. Was ist der Hintergrund? Stichwort Rotschwingel, Stichwort Festuca rubra. Stichwort Poano verdrängen. Also schönen sandigen Boden erzeugen, also eine sandige Rasentragschicht zu erzeugen. Die Festuca rubra, der Rotschwingel, wächst dann schön runter mit seinen Wurzeln, ist dadurch sehr robust, braucht weniger Wasser, braucht wenig Stickstoff und das ist der totale Gegenspieler gegen die Poanoa. Und das ist nach wie vor mein Konzept, das ich auch nochmal ausführlich hier in einem der nächsten Videos vorstellen will. Nochmal ein ausführliches Video über den Rotschwingel. Die Diva, so nenne ich sie immer. Also ist nicht ganz einfach. Ja, und deswegen halt dieses Monster, das will ich jetzt gleich mal einbauen. Und deswegen auch die Bewässerung, weil der Boden muss schon relativ weich sein, damit ich eben auch mit meiner Maschine noch in den Boden reinkomme. Ich hoffe nicht, die springt mir jetzt bis zur Decke, wenn ich mit diesen Dingern jetzt hier in den Boden steche. Ich bin sehr gespannt. Also ihr hoffentlich auch. Also los geht's jetzt. Action, viel Spaß mit dem Video. Drei. Eins. Letztes Paket. Zumachen, Andreas. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Ob ich die Maschine jetzt auch bändigen kann. Der Löwenbändiger. So, ich muss die schön festziehen. So, noch 3 Stück. 2. Da wäre ich gespannt jetzt. 3. Fertig. Auf die Plätze, fertig, los. Super. Ja. Was sagt ihr dazu? Oberhammer. Boah. Aber guckt euch oben den Filz an. Boah. Na gut. Loch. Lochgröße. Ja, das ist ein Loch. Sieht gar nicht so schlimm aus. Also im Vergleich hätte ich gedacht, dass das noch brutaler aussieht. Gar nicht so schlimm.
Ich werde jetzt doch noch zwei Gewichte draufsetzen, um das die Maschine ein bisschen mehr zu beschweren. Ich muss ganz runterpressen. Ja, da komme ich noch dran vorbei. Ich wollte erst mal hier längs fahren. Ja, oder ich fahre hier längs und dann kannst du es in die Mitte schieben. Ich will mal einmal Benzin und ich will einmal die Höhe messen. Dieses Rauflaufen ist doof, ne? Habe ich ihn getroffen? Nee, knapp. Ich glaube, der ist knapp daneben gegangen, hier, da. Zentimeter neben dem Regensprenger. Komm, wir kommen mal ran hier. Oh, ich habe es mir echt noch schlimmer vorgestellt. Ja. Na ja. Aber das sind doch super Löcher. Da fällt dann der Sand richtig rein. Was haben wir für eine Höhe hier? Boah, es ist einfach gigantisch gut. Das gibt's doch gar nicht. Er geht wirklich 12,5 rein. Das ist, seht ihr das hier? Da, das ist Wahnsinn. Ey, was für eine Tiefe. 12 Zentimeter. Das ist natürlich jetzt vom Widerstand schon grenzwertig. Ah, Sprit ist noch drin. Geht's noch? Und langsam. Willst du mal fahren? Oh.
Das Wetter ist perfekt. Nicht so sonnig, nicht so warm. Herrlich. Hättest du den Wurm? Oh. Oh, toll. Ich muss ein bisschen weiter schieben, ich muss noch mal hier eine fahren. Ich hab die, bin ein bisschen schief gekommen. Schieb doch ganz durch. Das ist jetzt die letzte Bahn hier. Ja, gut. Weißt du noch, also meinst du, wir haben jetzt die Bahn erwischt hier, ja, ne? Oder soll eine runterfahren? Das weiß ich. Ich glaube, da haben wir schon, da haben wir verifiziert hier schon. Muss ich auf die Fotos gucken? Aber ich bin hier durchgefahren, definitiv, Schatz. Hier, komm, bin hier durchgefahren. Ich fahre jetzt das, da hinten das Dreieck. Ja. Wenn ich hier so rausfahren kann. Durch. Die Lust ist schon weg. Mit letzter Kraft
werden hier die letzten Cores aufgesammelt mit letzter Kraft. Hier ist der Boden vielleicht schwarz von diesem Misttorf. Einmal noch wegfahren. Jetzt. Ja. Hier hängen die Arme auf dem Boden. Herrliches Wort. Cooration. Ich dachte, wir machen hier einen Bumpy. Einen Bumpy. Noch einen Bumpy, Schatzi. Wir machen noch einen kleinen Bumpy. Bumpy. Ja! Was ist denn schon ein Bumpy? Ja, so zusammenfahren. Was hast du denn gedacht? Ist über 18, nicht jugendfrei. Bambi, oh. Ja, du bist zu spät. Ja. Gemacht. Fertig. Schön abtrocknen lassen. Dann mal rüberbürsten. Ich darf dich zum Essen einladen. Ah. Was waren das? Wie viele Quadratmeter waren das? 157, glaube ich. Huch. Da. So, letzte Rille hier. Ja. Oh. Aua. Ah. Ganzen Hänger voll. Dürfen wir jetzt mal wieder ausschaufeln. Ja, aber ist gut. Gewichtsverteilung ist super. Sehr schön. Super. Auch wichtig. So, ich glaube, wir brechen jetzt hier ab. Tschüss! Ciao.